Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Dynasty. Ich bin der Wayne und befinde mich hier im Dashboard und ich möchte euch hier natürlich aber auch zeigen, was sich denn hier natürlich geändert hat. An alle Reward-Sammler, die fleißig die Punkte sammeln, die werden mitbekommen haben, es wurde auch schon mehrfach angekündigt, in der Microsoft Reward on Xbox App gab es früher immer einen Bereich, da stand immer mehr erreichen, mehr verdienen, wird als Quest beendet, beziehungsweise wird als Quest beendet dann nicht, sondern einfach nur mehr erreichen, mehr verdienen. Und dort konnte man sich jeden Tag, sofern man einen Erfolg geholt hat, in einem Spiel, egal wo, egal ob es Game Pass war oder ob es jetzt ein eigenes Spiel war oder ein Games aus Games with Gold, ein Indie oder, Hauptsache ihr habt einen Erfolg erzielt, dann konnte man hier in diese Microsoft Reward App schlüpfen und hier sich insgesamt 50 Punkte abholen. Das Ganze ist jetzt nicht mehr der Fall, hier wurde man darüber informiert, leider müssen wir darüber informieren, dass das Angebot mehr erreichen, mehr verdienen in der Reward App ab dem 3. April, also das ist jetzt schon einige Tage her, beendet wird. Ab dem 4. April wird ein neuer täglicher Erfolg als Xbox Game Pass Quest verfügbar sein. Und da gucken wir uns mal an, und zwar hier kann man direkt Quest anzeigen gehen und da kommen wir direkt auch mal hin. Dieser Erfolg, beziehungsweise diese 50 Reward, die sind jetzt hier zu finden in der Game Pass App und dieser Erfolg könnt ihr natürlich jeden Tag holen. Es muss aber ein Game aus dem Xbox Game Pass sein. Ich habe schon probiert, ein normales Spiel zu spielen, eins von mir, zum Beispiel FIFA 23, da habe ich mal einige Erfolge geholt und es hat nicht geklappt. Also es muss ein Game aus dem Xbox Game Pass sein. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Spiele eignen sich denn dafür am besten? Ich werde immer mal wieder neue Videos hochladen. Ich mache heute mal mit einem Video den Anfang. Und mit diesem einem Spiel werdet ihr sicherlich den ganzen Monat beschäftigt sein, denn das Ganze ist nämlich Age of Empires 2. Das Spiel ist im Game Pass enthalten und hier gibt es einige sehr, sehr einfache Erfolge zu erzielen, nämlich zum Beispiel gewinnen Sie ein Spiel als die Azteken, gewinnen Sie ein Spiel als die Berber. Gewinnen Sie ein Spiel als die Briten, gewinnen Sie ein Spiel als die Bulgarien und immer so weiter. Man kann hier schon fast gar nicht mehr aufhören, so viele Völker hat dieses Spiel. Wie komme ich jetzt ganz einfach an den Erfolg? Das ist ganz einfach, ich werde es euch zeigen, dauert keine 3 Minuten, dann werdet ihr den Erfolg haben. Das könnt ihr dann jeden Tag machen und euch dann auch jeden Tag 50 Punkte abholen. Das summiert sich dann ganz schön und die 50 Punkte, die nehmen wir natürlich mit. Was muss ich machen? Wir gehen in den Einzelspieler, starten hier ein Gefecht. Hier müssen wir jetzt was Bestimmtes einstellen. Bei euch wird es noch nicht eingestellt sein. Ihr müsstet einmal den Y-Button drücken, den gelben Button. Match-Einstellungen bearbeiten. Als Karte könnt ihr eine beliebige wählen. Das ist völlig egal. Wir gehen mal drauf. Was gibt es denn alles? Ja, nehmen wir einfach mal Arabien. So, Kartengröße winzig, Kartentyp anzeigen normal, Kartentyp Standard. Weiter geht's. Was ist wirklich wichtig? Und zwar, die Post-Imperialzeit muss eingeschaltet sein. Also bei Startzeitalter müsst ihr Post-Imperialzeitalter einstellen. Weiter geht's. Sieg über die Punktzahlen. Das ist ganz wichtig. Sieg über die Punktzahlen. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, Punktzahl müsst ihr runterstellen von 1400, nee, von 14.000 auf 4.000. Unbedingt 4.000 einstellen, also das Kleinste. Und dann kann es auch schon losgehen. Speichert das Ganze. Nehmt ein Volk, mit dem ihr noch nicht gespielt habt. Ich habe vorhin die Briten gelesen. Die werde ich jetzt einfach mal nehmen. Ah, Azteken. Die fehlten mir auch, ne? Ja. Ich fange jetzt einfach mal bei A an. Und jetzt machen wir Spiel starten.
Und wie ihr sehen könnt, sie haben gewonnen. Aztekischer Sieg. Ich habe mein Spiel gewonnen mit den Azteken, ohne überhaupt irgendwas zu machen. Und hier, täglicher Auftrag ist bereit. Erzielen Sie einen Erfolg im Game Pass. Ich werde jetzt die Karte verlassen und ihr könnt das dann nachmachen. Denkt daran, jeden Tag einmal Age of Empires besuchen, das Ganze hier immer abschalten. Beziehungsweise abschließen. Wenn ihr das jeden Tag macht, werdet ihr genügend Reaver-Punkte weiterhin sammeln. Und ich gebe mir Mühe, dass ich auch noch weitere Spiele finde und einen kleinen Trick finde, wie das Ganze schnell funktioniert. Bis dahin, beschäftigt euch bis dahin erstmal mit Age of Empires 2. Haut rein, viel Spaß. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben. Wir hören uns. Ciao, ciao.